Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play von The Vanishing of Ethan Carter. Das Spiel ist von The Astronauts entwickelt worden. Das ist ein relativ kleines Studio, die früher so Titel gemacht haben wie Painkiller oder an Bulletstorm gearbeitet haben und die jetzt ein sehr friedvolles, hübsches Spiel gemacht haben auf Basis der, wer sich für Technik interessiert, Unreal Engine 3. Die aber stark modifiziert haben und von der technischen Seite interessante Aspekte angegangen sind, die haben die Natur fotografiert. Und das sieht man hier schon im Hauptmenü, dass das Ergebnis ist. Es ist einfach ein wunderschönes Spiel geworden. Ich habe mir den Anfang schon mal angeschaut, deswegen steht hier fortfahren, aber natürlich werde ich jetzt auf neues Spiel klicken und dann von Anfang an das Ganze einmal angehen. Viel Spaß dabei. Ethan Carter, I didn't know. But he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Wir spielen also eine Art Detektiv, der übernatürliche Fähigkeiten hat und auf der Suche nach Ethan Carter ist. Und das Spiel lädt natürlich hier mit seinen Umgebungen komplett ein zum Entdecken. Und wenn man Objekte sieht, die irgendwie zum Interagieren sind, dann kann man die fühlen und der Detektiv kann sich dann in diese Objekte eben reinfühlen und sehen, in welchem Zusammenhang die sind mit der Umgebung. Und das probieren wir jetzt mal aus. Das ist also ein Teil eines Puzzles. Und man muss noch mehr davon finden, um dann das Ganze aufzulösen. Das heißt, hier in der ganzen Umgebung werden irgendwo noch mehr Fallen sein. Oder andere Ereignisse, die uns dann eben zu der Lösung von dem Rätsel führen. Also die Bilder, die nehmen einem auch einfach die Sprache weg. Dieses Spiel ist so unglaublich schön. Man selbst die Steine auf dem Boden, das sieht alles so gut aus, so wie in echt. Das ist. Die werden eine Menge durch den Wald gerannt sein, um das aufzunehmen. Okay, ich habe das Gefühl, hier fehlt noch irgendwo eine Falle. Drei Stück, vielleicht da gegenüber noch.
fehlt immer noch anscheinend das letzte Stückchen. Also selbst die Pfade, die abseits führen, die laden zum ein zur Erkundung. Überall gibt's irgendwas Schönes zu sehen. Das müsste die letzte Falle sein. Sollen wir das mal uns anschauen, was dann passiert? Ich bin gespannt. Ja, so viel zu einem friedvollen Spiel. Das ist ja ein ganzes Dorf, was hier liegt. Zettel von Ethan Carter, den wir uns auch angucken können, drehen können, zoomen können. Und wir können uns auch den Text in Deutsch anzeigen lassen. Saft. Tag für Tag kam ein alter Mann in den Wald, um Saft von den Bäumen zu trinken. Um dorthin zu gelangen, musste der alte Mann an vielen gefährlichen Fallen vorbei. Die Dorfbewohner glaubten, dieser alte Mann würde ein Jade-Amulett im Wald verstecken. Doch der alte Mann wusste, dass die Dorfbewohner das glauben. Denn so würden sie ihm im Wald nach einem Schatz suchen und nicht seinen Saft trinken. In einer kühlen Herbstnacht legte jemand ein Feuer im Wald, das sich bis zum Dorf ausbreitete. Der alte Mann entkam dem Feuer, indem er sich mit dem Saft bedeckte. Als er zum Dorf zurückkehrte, fand er nur noch die Knochen der Dorfbewohner. Der alte Mann setzte sich hin und weinte. Dann fand er noch mehr Saft. Ethan, I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Okay, die Skelette sind verschwunden. Dafür haben wir jetzt hier ein Lagerfeuer. Vielleicht an die Stelle von dem alten Mann. Neuer Zettel. Ein Toter bei Hausbrand von Jeff Jomu. Bayfield Country. Mittwochmorgen wurde ein historisches Haus in Red Creek Valley durch ein Feuer beschädigt. So die Feuerwehr von Bayfield Country. Eine sechsköpfige Familie schlief, als der Brand in dem abgelegenen Haus in 46 Old Oitgen Road in Creek Valley ausbrach, das früher Albert Vandegrift gehörte. Gail Carter, 58, wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Die übrigen Familienmitglieder konnten entkommen. Carters Ehemann Edwin, 62, erzählte den Ermittlern, er sei womöglich mit einer angezündeten Zigarette in seiner Hand eingeschlafen. Feuerwehrleute wurden um 1.22 Uhr zum Unfallort geschickt und verblieben dort bis Mittwoch um etwa 5 Uhr. 4 Stunden später kehrten sie zu dem Anwesen zurück, um Glutnester zu löschen, die wieder entfachten. Beim Entstehungsbrand half die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ashland. Der Rettungsdienst von Masonville war am Unfallort in Bereitschaft. Nach hitziger öffentlicher Anhörung noch keine Antworten für Vandegrift-Erben von Tim Oten. Bayfield Country. Mitglieder der Familie Vandegrift versammelten sich heute erneut im Gericht von Bayfield Country, um über das Vandegrift-Vermögen zu verhandeln, das seit 1961 treuhänderisch verwaltet wurde. Das, als Albert Vandegrift im Alter von 71 Jahren bei einem Grubenunglück ums Leben kam. Die Nachwirkungen zerstörten beinahe Vandegrift Industrial und schadeten der lokalen Wirtschaft schwer. James Vandegrift, 38, aus Chicago behauptete,
Die Ansprüche seines Vaters wären unverschämt gewesen und viele Vandergriff-Familienmitglieder hätten persönliche Gründe, nicht in Red Creek Valley auf dem Vandergriff-Anwesen zu leben, wie im Testament des älteren Vandergriff festgelegt. Das Feuer, bei dem das Vandergriff-Anwesen vor kurzem beschädigt wurde, so sagt er, hat die Bedenken seiner Familie noch weiter hervorgehoben. Seit 1967 lebte die Familie Carter auf dem früheren Vandergriff-Anwesen als Hausverwalter. Und so wird sich die Geschichte Stück für Stück zusammenfügen. Ich bin gespannt, was da alles noch kommt. Das macht auf jeden Fall richtig Laune auf mehr. Jetzt interessiert mich aber, was hinter der Brücke ist. Die Brücke ist geschlossen. Aber nicht für uns, sondern für die Züge. Red Creek Valley seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Da hinten scheint so eine Art Staudamm zu sein. Und da Gebäude. Mein neuer Windows-Hintergrund. Also selbst die Details, wie der Staub und der Wind hier über die Brücke führt und wie die kleinen Bändchen im Wind wehen. Das trägt alles so gut zur Atmosphäre bei. Untersuchen. Blut, Tier, Mensch. Unfall, Mord. Kurbelwelle. Frische Kratzer, kürzlich benutzt. Kurbel. 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 Die Kurbel setzt sich zusammen, wenn wir in die richtige Richtung schauen. Und dann können wir die Kurbel sehen mit seinen Fähigkeiten. Also irgendwo am Wasser unten. Irgendwo dort unten am Wasser. Ja, betreten. Wir können da schon mal reingehen, aber ich glaube, ohne Kurbel geht die sowieso nicht an. Boah, wie detailliert das ist. Ja, wir können zwar was drücken, aber passiert nichts. Fahrzeuge von früher mussten ja immer angekurbelt werden. Nee, das sieht nicht wie eine Sackgasse aus hier. Das ist auch eine. Jetzt haben wir die Möglichkeit, dem Weg zu folgen oder den Schienen. Okay, führt beides wieder zusammen. Seil. Zerschnürte Fesseln. Zerschnittene Fesseln. Aufgeschnürt, gebunden. Kein Blut. Seil. Das sieht wie Blut aus.
Rest der Leiche. Blutspur. Opfer, weggezehrt, weggekrochen. Abgetrennte Beine. Ja, würde ich jetzt natürlich im echten Leben auch machen. Erstmal der Blutspur folgen. Würde ja jeder von uns machen. Wenn er sowas findet. Der sieht nicht mehr so gut aus. Blut von Beinen, Blut von. Gebrochener Schädel. Todesursache, Blutverlust, Kopftrauma. Da fehlt noch ein bisschen was. Damit wir uns da auch wieder noch nicht. Todesort, mit der Zeit zerfressen, von dritter Person gestört. Oder getötet. Okay, das heißt, wir brauchen hier auch wieder die richtigen Elemente, damit wir dann sehen können, was hier passiert ist, genauso wie bei den Fallen. Hier scheint es runter zum Wasser zu gehen. Da wird wohl die Kurbel sein. Dann holen wir erstmal die Kurbel. Nochmal. Also ehrlich, diese... Ey, sonst in dem Spiel, da interessiert dich ja... Mein gut, du... Man achtet schon auf die Grafik und so, aber... sowas, dass das so abwechslungsreich ist von der Umgebung her und... Und dieses Gras, wie sich das bewegt... So in wellenartig. Das ist einfach gut gelungen. Das ist richtig malerisch. Ich wette, die werden irgendeinen Preis dafür auch gewinnen. Oder einen, mehrere. Haben sie sich verdient. Da ist doch unsere Kurbel mit Blut dran. Aber können wir nicht. Können wir nur nehmen? Können wir noch ein bisschen zoomen, wenn wir uns das noch näher anschauen wollen? Aber wir können nichts weiter damit machen. Da führt auch ein Weg hoch. Aber wir wollen ja erstmal den Tatort weiter untersuchen. Dann wird der Weg vielleicht für später sein. Jetzt wollen wir aber erstmal wissen, was mit der Leiche passiert ist. Der Kurbel können wir auf jeden Fall den Zug benutzen. Aber was fehlt hier noch? Zwei Stellen zum Untersuchen. Ein Benzinkanister. Benzin, Diesel. Fallen gelassen. Unvorsichtig, in Eile, absichtlich. Vertrocknetes Gras. Keine Sonne. Rechteckig. So wie der Zug. Die Lok von der Brücke. Ja, die passt ja hier ganz genau hin. Ist hier noch was? Ein Stein. Abdruck von der Erde. Frischer Schmutz. Stein. Stein, Stein, Stein. Neben einem Baumstamm bei dem vertrockneten Gras. Okay, das ist ja hier direkt vorne. Mit der Lok können wir auch nochmal was machen. Lok. Okay, wir wissen, wo die Lok ist. Die Lok. Das hat auch alles so ein bisschen was von Lost. So Mystery-mäßig. Da ist der Stein. Mit Blut dran. Hat denn hier alles Blut irgendwie? Also sind das erstmal zwei Sachen, die wir machen können. Den Stein einsetzen und dann werden wir... Stein. Und die Lok uns jetzt anschauen. Weil er möchte anscheinend, dass wir die Lok wieder anmachen und hier zurückfahren. Dann machen wir das doch mal. Man läuft ja normal nicht auf den Schienen, ne? Ist ja gefährlich, aber... Ja, ich glaube, die einzige Lok, die hier fährt, das sind... wir mit unserer.
Kurbel einsetzen, Kurbel drehen. Klingt gut. Mich jetzt auch noch interessieren, eigentlich mal noch weiter nach vorne zu fahren, aber wir wollen ja wissen, was mit der Leiche passiert ist. Viel mehr kann mit den Beinen auch nicht mehr passieren. Ja, könnte passen. Klang auf jeden Fall so. Mal gucken, ob der uns der Körper jetzt mehr verrät. Sowas wie Geister, Seelen. Was könnte das sein? Ich kann mich frei bewegen dabei. Muss ich denen folgen? Ein Junge, ein Opa und ja, unser Mann eben, ne? Unser Toter. Es könnte Ethan sein. Und sein Opa vielleicht. Okay, der Tote. Und Ethan, der angekettet ist? Von ihm? Oder hat er ihn losgemacht? Der Opa mit dem Toten und der Lok. Sich anscheinend unterhalten. Der Opa hat den Stein genommen. Und er hat den hier in der Hand. Und er hält sich den Kopf. Chronologie markieren. Das heißt, wir müssen das in die richtige Reihenfolge bringen. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? So, das wird ja das Ende wahrscheinlich gewesen sein. Was ist dann der Anfang gewesen? Ich könnte mir vorstellen, dass das der Anfang war. Und dass der Opa dann den Stein... Also er muss ja auf jeden Fall den Stein vorher genommen haben. Um ihn dann eine hier überzuziehen. Dann war er verletzt. Irgendwie ist Ethan freigekommen oder der hat ihn frei gemacht und hat das letzten Endes hier hingeführt. Visualisieren, dann schauen wir mal an, ob das passt. Listen to me. We can destroy it. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. And that's what he is. He is forever. I wish there was another way. Travis, tell me where Ethan is, now. I'm giving the sleeper what he wants, what all of us want. Look, old man, you need to go home. Thank you.
button, goddammit. Go! Get out of here! Travis, close your eyes. Also unser Toter heißt Travis und hat auch irgendwie, oder alle drei sind irgendwie miteinander verbunden, familiär, Freundschaft, Bekannte. Und Travis wollte unseren Ethan also töten oder opfern, dem Schläfer. Wo willst du hin? In dieser mysteriösen Zwischenwelt. Grandpa? Stay away! Ethan, I'm sick too. I can feel the sleeper in my head. Then fight it! I have to destroy the room! Corvus, I'm sorry. Ethan. Oh no! I can't let you do that. Whatever had turned Ethan's family against him, the grandfather was trying to resist. Age helps against those things that feed on hate. Not because of wisdom or experience, because the old are tired. Their hate is less useful. Das ist interessant. Also ich frage mich wirklich, was da noch alles kommt. Die Geschichte baut sich ja langsam so um so ein Mysterium, um einen Schläfer auf. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das ist der erste Teil gewesen. Ich mache jetzt erstmal eine Pause, damit die Stücke nicht zu lang werden. Und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet für den zweiten Teil und dann, was hinter dem Weg liegt. Danke fürs Zuschauen.